Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Ja, heute haben wir mal wieder was ganz, ganz Behindertes am Start. Und zwar, ich habe euch ja im letzten Video gesagt, schickt mir eure Nummern auf Instagram. Die meisten von euch dachten wahrscheinlich, jetzt kommt ein Video mit ich rufe Abonnenten an. Falsch, ich habe nur probiert, die möglichst nicesten Bitch. Kurze Information zum Merchandise. Und zwar, ihr wisst ja, ich bringe eine neue Merchandise-Kollektion raus. Diese wird es ab dem 15.07. im Bräuninger in Stuttgart exklusiv eine Woche zu kaufen geben. Ich werde vielleicht auch mal dort am Start sein, irgendwie vielleicht ein Video drehen oder irgendwie ein bisschen was, aber ich sag jetzt mal nicht, an welchem Tag. Ihr könnt ja nochmal vorbei. Und nachdem diese Woche um ist, gibt's ihn dann auch im Store. Freunde, und ich habe mir überlegt, wie ruft man Abonnenten richtig an? Ja. Unser letztes Treffen ist schon so verdammt lange her. Ich habe mir gedacht, ich rufe wieder mal die Abonnenten an. Abonnenten sind verschiedene Personen, die an ihr Telefon gehen und entweder so reagieren. Hallo, wer ist da? Will der Typ mich eigentlich verarschen? Oder so reagieren. Hallo, wer ist da? Oh mein Gott, das ist Scope 20. Es gibt aber auch Leute, die so reagieren. In Scope 21, kein Bock auf die Scheiße. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich es nennen möchte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Format nennen würdet. Lazzo ruft an. Lazzo in der Leitung. Nico am Durchklingeln. In Scope 21. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es nennen wollt. Jedes Mal, wenn jemand mit dem Seriennamen ans Telefon geht, und ich mache jetzt einfach mal Lazzo in der Leitung. Ist da Lazzo in der Leitung? Wenn man das sagt, dann hat man ein Merch-Teil gewonnen, liebe Leute. Das heißt also, ihr habt ja auch was zu gewinnen, liebe Leute, wenn ihr ja mitmacht. Das heißt, schickt fleißig eure Nummern durch. Und ich würde sagen, wir rufen jetzt mal den nächsten Vollknecht an. Bundespräsidium für landwirtschaftlichen Anbau hier am Apparat. Sie hatten neulich eine E-Mail geschrieben, dass Sie sich für den landwirtschaftlichen Anbau interessieren. Nee, eigentlich nicht. Hallo? Pizza Express, Röndemühl, wo Ihre Bestellung ist da? Wie bitte? Pizza Express Röndemühl, Ihre Bestellung ist da. Ich habe nichts bestellt. Wir stehen unten bei der Straße, bitte kommen Sie runter. Ich habe nichts bestellt. Ein Wort mit H. Hurensohn. Ja! Noch weiter, noch weiter. Ein YouTuber mit A. Ja! Sie sind doch Besitzer eines größeren Grundstückes, nicht wahr? Nicht in Deutschland. In welchem Land war das? Ungarn, aber ich habe mich dafür ja nicht angemeldet. Sie wissen schon, dass das Steuerhinterziehung ist, nicht wahr? Wie gesagt, das gehört nicht mehr, da müssen Sie mit jemand anderem sprechen. Wir sind nämlich gerade auf einer verdeckten Ermittlung gegen dieses Grundstück, denn dort wurden mehrere Marihuana-Plantagen gefunden. Unglaublich weniger. Sie glauben das Ganze weniger, oder? Hören Sie mal. Wir haben viele Zeit investiert, um die Bestellung rauszubringen. Holen Sie bitte es ab und bezahlen, weil das geht so nicht. Ich habe wirklich nichts bestellt, ich bin gerade in der Werkstatt. Hören Sie mir bitte ganz kurz zu. Es geht nicht, dass die Bestellung Leute aufgeben und sie nicht holen, Bestellung bezahlen. Wir machen Arbeit mit ganzer Pizza und Sie bestellen Ihre Holung. Ich habe wirklich nichts bestellt, Digga. Holen Sie Pizza ab oder ich mache Anzeige bei Polizei. Ein YouTuber-Trend. Scheiße, die er jetzt anfängt. Nein. 24 Stunden. Digga, in welchem Jahr lebst du, Alter? Ey, es tut so weh, dass du verkackst. Wirklich, du kommst bei den ersten zwei Fragen weiter. Ich glaube, sie laufen gerade auf der Straße, oder? Wissen Sie, von wem die gezahlt wird? Ja klar, von den Steuergeldern, die Sie hinterziehen mit Ihrem Marihuana-Anbau. Nee, ich sitze im Bus eigentlich, aber... Sie sitzen im Bus, der durch Steuergelder finanziert wird. Aber was für Pizza, Digga? Ich hab nichts bestellt. Sie haben Bestellung auf Pizza, auf diese Nummer. Sie haben mir gesagt, ich solle kommen, und ich bin da. Ich habe wirklich nichts bestellt. Sie haben bestellt, ich habe Ihre Bestellformulare auf diese Nummer. Jeden Tag rufen die Leute und sie bestellen mal Pizza und ich habe keine Bestellung in Ihre Grenze gefunden. Sorry, Dicker, aber da hat sich jemand verarscht, ich habe euch nichts bestellt. Ich werde die Polizei anrufen. Ich werde die Polizei anrufen, sie werden eine Strafe bekommen. Jo. Peter. Ja. Ein Wort mit H. Hallo. Oh, Peter! Ja, okay, dann Hurensohn. Ja! Jetzt brauchen wir von dir einen YouTuber mit A. Ja! Peter! Ein YouTuber-Trend. Was? Ein YouTuber-Trend. Baden eben Scheiße. Nein! Ja. Florian Eckenbüller, oder? Ach so, Sie sind gar nicht der Florian Eckenbüller, dann habe ich mich verwählt. Es tut mir leid, bis zum nächsten Mal. Ruf mit Video, wie viele Zahlen, Dicker, ist aber echt nichts gemacht. Sie werden Strafe bekommen. Ich lege auf, Sie werden Strafe bekommen. So geht es nicht.
So geht es nicht. Auf welche Adresse ist denn bestellt? Auf Ihre. Was ist meine Adresse? Deine Adresse haben wir bestellt und Sie machen hier Rambazamba mit uns und das machen wir nicht. Dicker, sorry, ich habe echt nichts bestellt. Sie werden von der Polizei hören. Ist da die Anastasia? Ja. Guten Tag, liebe Anastasia. Ich war ein wenig auf deinen Online-Profilen und wir sind sehr interessiert an deiner Zusammenarbeit mit dir. Was gibt's denn hier? Wir sind Bordellbetreiber und haben gedacht, Sie haben vielleicht mal Interesse an einem Vorstellungsgespräch. Von welcher Seite denn? Was dreht sich denn der? Die Welt. Oh Mann! Der Typ ist ja so wie ich beim Vögel. Am Anfang gut und am Ende wird's schlecht. Lukas! Oh. Lukas, wo bist du? Ich schwör, komm jetzt direkt Sportplatz oder ich zieh dir Tande mit TV. Oh. Von der Night XO Introductions. Du verarschst mich doch gerade, oder? Nein, nein, das ist ein absolut ernst gemeintes Angebot. Was ist das? Was ist das für ein YouTuber-Trend, Digga? Das ist doch kein Scheiß-Trend. Ja, hallo Leute, ich habe jetzt mal G20 geflohen in meinem Video. Ja. Lukas, ey, ich schwör's dir, da mach mich nicht jetzt nicht aggressiv, Alter. Ah. Lukas, ich schwör, ich komm mit Muhmad, Alter. Muhmad sagt immer mal was. Ey, Bruder, hast du überhaupt einen Puls, Alter? Ich höre dich nicht mal labern, ne? No? Anastasia, wissen Sie, mit wem Sie sprechen gerade? Nein, keine Ahnung. Was passiert hier gerade? Was passiert hier? Der Sascha und ich gehen jetzt erstmal ganz entspannt heute noch in den Sauna-Club, oder? Digga, ich geh nur noch saufen. Perfekt, so hab ich schon was gedacht. Ich bin dein Nico, Anastasia, dem du deine Nummer geschickt hast. Nee. Echt jetzt? Bin ich in einem Video? Nee. Ah, das ist ja voll nervig. Ja, ich hab einfach nur so privat angerufen. Du wartest jetzt wahrscheinlich gerade auf. Verpiss doch! Es ist der absolute Vollmann! Liebe Leute, das war die erste Episode. Lazzo klingelt durch, Lazzo ruft an, wie auch immer. Sagt beim nächsten Anruf einfach, ist da Lazzo in der Leitung? Und ihr könnt jetzt noch Seriennamen in die Kommentare schreiben, wo ihr denkt, das wäre ein richtig beschissener Serienname. Ich freue mich auf eure Antworten. Ich bin selber jetzt in den Kommentaren unterwegs. Ja, haut rein!